Hallo mein Lieben, guten Morgen und willkommen zu einem neuen Tagesorakel. Ich habe nun mal herausgefunden, dass heute der Vollmond im Löwe ist, also nicht am 24. oder am 26., wie ich dachte, sondern heute am 25. Und deshalb habe ich hier heute wieder die Monology-Karten mitgebracht, ne? Und wie gesagt, wir haben heute den Vollmond im Löwe, ja. Und gerade hier beim Vollmond im Löwen geht es darum, dass man einfach mal seinen Stolz überwinden tut, ja. Ja, vielleicht ist man so ein bisschen manchmal übers Ziel hinausgeschossen die letzte Zeit. Und gerade auch in der Vollmondzeit kann das jetzt passieren, dass man hier über das Ziel manchmal hinausschießen kann. Aber man soll wirklich auch daran denken, dass man hier mit dem ganzen Netzwerk verbunden ist von Menschen und dass man nicht immer nur an sich selber denkt, sondern auch mal hier an andere, ja. Und ja, gerade in der Vollmondzeit, also gerade hier, was den Löwe-Vollmond hier betritt, na, da kommen wir jetzt in eine Phase, die auch ein bisschen strahlender jetzt ist. Also so wie der Löwe. Du musst dir so einen Löwe wie in der Savanne vorstellen. Ganz einfach. Diese Löwen mit dieser schönen Mähne, sagen wir jetzt mal so einen ganz ausgewachsenen männlichen Löwe, ja, der hat ja eine wunderwundervolle Mähne erstmal. Und wenn der sich aufstellt, ne, dann, also wow, gell? Einfach nur wow. Und genau, und darum geht's. Das ist ja auch der König der Löwen, ja, so ein richtig ausgewachsener männlicher Löwe. Ne, und jetzt stell dir vor, da ist voll die Sonne und dann kommt so ein Windhauch und so die Löwenmähne, die weht so im Gesicht und wow, einfach nur wow, ne, sage ich da mal dazu. Ja, genau. Und wie schon gesagt, es kann sein, dass gerade jetzt in der Vollmondzeit, dass man mal über die Grenzen hier so ein bisschen hinauswachsen tut in der Löwezeit. Ne, es kann aber auch eine Spannung hier entstehen zwischen deinen eigenen Bedürfnissen und denen der Menschen in deinem Netzwerk. Und ja, der Löwe-Vollmond ist einfach da, um hier das einfach mal zu überwinden, diesen ganzen Stolz, ne, den du hier immer hast, sondern einfach auch mal ein bisschen weicher zu werden, ne, nicht immer nur. Ich meine, ein gewisser Stolz ist ja gut, aber wenn der Stolz dann schon so ist, dass man richtig eingebildet ist, dann geht's, kippt's wieder ins Negative rein, ne? Also in der Vollmondzeit ist es auch wichtig, dass man einfach mal hier in seinen Strahlen reinkommt, ohne das Ganze zu übertreiben, dass man einfach mal ein bisschen mehr Selbstachtung sich selbst gegenüber hat, dass man wirklich alle Menschen hier gleichermaßen behandelt und auch kreatives Verlangen, was du hier verspürst, kann gerade jetzt beim Vollmond im Löwe hier für dich relativ werden, ne? Genau. Ja, aber auch in der Löwezeit kann hier das eine oder andere zu Ende gehen, ne? Genau. Und ich sehe es ja auch immer hier bei meinen Kunden und ein paar bei Bekannten. Also, ja, ist gerade nicht so einfach, die Löwezeit, gell? Ja. So, meine Lieben, dieses Tagesorakel kann ab heute 4 Wochen circa gelten, ne? Alles, was da drinnen vorkommt, nicht jedes kleinste einzelne Detail, aber so die Energie im Groben und Ganzen, ne? Wenn man so oben drauf guckt, ne? Und da bin ich mal gespannt, was sich heute zeigt. Ich bedanke mich aber nochmal hier für eure lieben Kommentare, für eure Likes natürlich. Ich versuche natürlich immer das eine und andere hier zu herzen oder auch mal zu antworten. Aber wie gesagt, ich bin gerade noch sehr, sehr stark eingebunden. Gerade in privaten Legungen, dann noch mit meinem Studium. Ja, ich weiß, ihr sagt dann wieder, brauchst dich nicht rechtfertigen. Ne? Mich nervt das einfach so mit der Prüfung, ey. Und dann ist es immer so, ich bin ja eine Person, die, wenn die jetzt, also wenn ich jetzt was lerne, ne, für eine Prüfung, dann lerne ich lieber durch Bilder als durch Texte, ne, die ich dann ständig hier mir durchlese und versuche, meinen Kopf reinzuhämmern. Ja. Das ist dann nicht so einfach, aber ich werde es schon hinbekommen, gell? Ja, mein Lieben, ich bedanke mich auch noch bei allen neuen Abonnenten hier. Herzlich willkommen, ne, auf meinem Kanal und ich danke euch noch ganz herzlich für euer Abo. Und wir machen jetzt hier die Tagesbotschaft am 25.01. Und was nimmer da natürlich dazu, mein eigenes Wolfsorakel. Und gerade ja an Vollmond bietet sich das immer ganz, ganz gut, dass ich das hier nehme. Dieses Wolfsorakel ist von mir selber, bekommst du also nur bei mir in meinem Shop. Ne? So, und da schauen wir mal, was repräsentiert denn heute hier der Vollmond im Löwe und die Tagesenergie am 25.01.
Ups, den hat es aber weit weggeschossen. Okay, wir nehmen erstmal den, der sich aufgeblättert hat. Hier hast du Sicherheit, lass dich nieder. Ja, da gibt es hier in irgendeiner Angelegenheit, wo du heute vielleicht auch hingehst, wird dir etwas Sicherheit bieten. Ne, da kannst du auch bleiben, da kannst du dich niederlassen. Vielleicht zeigt sich hier für dich die eine oder andere Situation. Dann geht es darum, ruh dich mal aus und hör auf deine Instinkte. Na, das ist gerade so in der Vollmondzeit auch ganz, ganz wichtig, dass man einfach mal in seine eigenen Emotionen so ein bisschen reinschaut, was da los ist und einfach auch mal hier innerlich vielleicht auch zu mehr Ruhe kommt. Ja, du wirst dir über einiges klar werden. Na? Ja, du wirst Klarheit hier reinkriegen. Du wirst Klarheit reinkriegen. Naja, hier sind ja die Farben des Lebens drauf, ne, hier hinten. Und durch die eine oder andere Botschaft, die du vielleicht heute machst, wenn du wirklich mal in dein Inneres reinhorst, da wirst du die Klarheit über eine Sache kriegen, ne, die dir vielleicht gerade auch sehr, sehr am Herzen liegt. Was sagten die Lektionen deiner Seele von James van Praagh? Praagh. So, klingt irgendwie cool, gell? Ja, hier ist die Schuld. Ich lasse Überzeugungen los, die dem Wachstum meiner Seele im Weg stehen. Ja, vielleicht beschäftigst du gerade so ein bisschen mit der Schuld. Vielleicht denkst du dann, dass du an etwas schuld bist oder gibst auch jemand anderen die Schuld für etwas. Aber du sollst das loslassen. Komm aus dieser Energie raus, aus dieser Spirale. Meistens ist es ja in so einer Spirale, wo wir uns drinne befinden, ne? Vor allem unsere Gedanken. Und da soll man jetzt rauskommen. Ja, weil egal, wem du jetzt die Schuld zuordnest, ob dir selber oder der anderen Person oder anderen Personen, das bringt dich im Endeffekt nicht weiter. Ja, das hilft dir dem Wachstum deiner Seele überhaupt nicht. Es steht ihm nur im Weg. Na? Deswegen aus der Energie rauskommen und einfach jetzt mal hier auf dein Inneres hören. Der Vollmond eignet sich auch gut für solche Dinge, dass man einfach jetzt mal loslassen tut. Da kannst du dir natürlich auch hier einen Zettel nehmen, ein paar Sachen aufschreiben, die du gerne loslassen möchtest. Und dann verbrennst du das und gibst das einfach jetzt gerade, ne, wo wir so einen Sturm haben, eignet sich das super, wenn du die Asche dem Wind mitgibst. Ne? Und das wird dann fortgetragen. Ne? Genau. Also, wenn du das vielleicht noch so visualisieren kannst, alles, dann ist das Ganze noch perfekt. Ja. Einfach aufschreiben, was du nicht mehr möchtest, was du loslassen möchtest. Und wenn es Ängste von dir sind, wenn es Situationen oder Personen sind, dass du das einfach den Lüften mitgibst. Ne? Sagen wir jetzt mal so. So, was kommt denn heute noch aufs Kollektiv zu? Wow. Die 10 der Kelche. Okay, und dann die Unzufriedenheit. Wow, das passt ja jetzt so auch irgendwie. Wir haben hier in letzter Zeit ganz, ganz schicksalhafte Veränderungen. Ne? Eine schicksalhafte Liebe. Guck dir das mal an. Hier kommen vor schicksalhafte Veränderungen der Liebe. Ja, okay. Das wollte ich wissen. Und das Rad des Schicksals bitte noch. Was ist das für eine schicksalhafte Veränderung? Also, es geht hier um die Gerechtigkeit. Das heißt, das rechte Maß in den Dingen wiederfinden. Eine Sache kommt in die Gerechtigkeit, kommt in die Erdung rein. Hier wird was ausbalanciert. Ja, und ich sehe, hier ist wirklich Geduld gefragt heute an einer Sache. Ne? Gerade was deine Gefühle auch bei dir betrifft. Ja, wo mir so ein bisschen reinkommt, ja, du sollst hier ein bisschen jetzt Geduld aufweisen, das Ganze pflegen, zum Wachsen bringen und dann kannst du die Dinge auch ernten. Ne? Alles immer mit der Ruhe. Wir sehen nämlich, hier ist noch ein Konflikt gewesen, eine Meinungsverschiedenheit vielleicht auch oder es kommt noch und da wirst du jetzt hier wieder die Balance wiederfinden. Wir haben ja auch ein Ass der Stäbe, das ist eine Chance, etwas umzusetzen, eine Chance vielleicht auch auf Leidenschaft und hier etwas abzuschließen und vielleicht doch was Neues anzufangen, ja, weil sich hier gleich wieder das Ass der Münzen zeigt. Okay, sehr, sehr schön. Und was ich mir jetzt zeigt, das ist, hier sind ja die 10 der Kelche, man ist einfach in. Die 10 der Kelche, das sind ja richtig gute Gefühle, ne? Aber
Was ich hier sehe, ist vielleicht auch, dass man hier ab und zu abkippt in so eine ganz unzufriedene Energie rein. Ja, und dann endest du letztendlich in irgendwelchen Sorgen, in irgendwelchen Nöten, wo du nicht wirklich sein willst und machst dir hier echt einen Kopf drüber, ne, über eine Sache. Und da kommt heute eine schicksalhafte Veränderung für dich hier rein, weil da jetzt ein Gleichgewicht wieder kommt in diese Sache rein. Ja, da kommt ein Gleichgewicht. Das ist sehr, sehr schön. Und auf jeden Fall kommt hier wieder Stabilität, Kontrolle rein. Und diese ist schicksalhaft, ne, weil das kommt in der Liebe. Also für die, die hier auf die Liebe gucken, wo hier wirklich so eine unzufriedene Energie war, wo erst alles vielleicht auch Friede, Freude, Eierkuchen war, da warst du unzufrieden, du warst traurig, da dreht jetzt das Rad des Schicksals jetzt mal hier an seinem Rad und da können wir sagen, hier kommt wieder Stabilität und Kontrolle in die Liebe rein. Ne? Und das ist doch richtig super, oder? Also das wollen wir doch eigentlich alle hören. Ja, okay. Arbeitstechnisch. Geht es hier darum, dass man vielleicht auch jetzt Geduld hatte in einer Sache, ne? Dass du jetzt langsam so wieder in deine Gefühle reinkommst, dass du hier wieder die Balance findest in diesen ganzen Konflikten oder Meinungsverschiedenheiten, die hier reinkamen und dass man jetzt hier etwas umsetzen kann, was entweder dem Ende zugeht, was man hier nicht mehr möchte. Vielleicht macht man auch einen Neuanfang. Ja, man ist in so einer Energie, dass man vielleicht auch über einen Neuanfang redet hier im beruflichen Bereich, ne, damit hier wieder Kontrolle reinkommt, weil irgendwas belastet dich hier nur noch. Ja, und da sehe ich auch im beruflichen, man kriegt wieder gute Gefühle hier, aber ist hier irgendwie noch unzufrieden. Auch da kommt diese schicksalhafte Veränderung rein, dass man Stabilität und Kontrolle wieder in seine Gefühle erreicht. Na, dieses Unzufriedene, das geht weg dann, gell? Das braucht ja kein Mensch. So, ja, es ist aber halt nun mal so und gehört zum Leben dazu. So, mal schauen, was das Lennemore sagt. Das Fairytale Lennemore ist das. Was sagt denn das noch zur heutigen Vollmond- und Tagesenergie? Denkt bitte dran, dass diese Legung, dass diese Energie circa 4 Wochen auch jetzt mitgehen kann, ne? Was da drinne ist. So, eine möchte ich noch. Gut. So. Nee, ich wollte doch eigentlich 5. Na gut, dann ist das jetzt so. Dann nimm mal nur 4. Egal. Ne? So. Oho, na schön. Es geht um Sehnsucht oder um eine Reise. Kann auch eine Seelenreise sein, ja. Man macht sich hier auf den Weg jetzt in positive Veränderung. Für einige kann das auch ein Neuanfang sein. Mit jemandem, vielleicht auch aus der Vergangenheit oder mit jemandem, den man hier schon lange, lange, lange kennt oder ja, der vielleicht auch jetzt schon lange in dein Leben ist oder auch wiederkommt, ja. Genau. Da wird ein neues Kapitel aufgeschlossen. Das kann auch Seelenpartner sein, weil wir hier den Bären haben und den Hund. Und da kommt jetzt wieder Hoffnung rein. Guck mal, der reicht dir hier einen Kelch. Der reicht dir den Kelch des Glückes hier. Ne? Hier ist eine ganz große Anziehungskraft. Und es geht hier um Entscheidungen, ne, die vielleicht auch mit dem Treffen zu tun haben. Ja, vielleicht war hier die ein oder andere Enttäuschung gewesen, aber guck mal, was jetzt hier reinkommt. Ja. Hier kommt wieder Stabilität rein. Klar, der Berg ist auch noch, Blockaden sind da auch noch da. Aber wenn ich jetzt mir so die Energien sehe, die hier liegen, da kann ich schon mal sagen, hier kommt echt ein Wachstum rein in eine Verbindung. Das kann wirklich eine Verbindung sein, die jetzt beständig werden kann. Ich sehe, hier kommt Harmonie rein. Man freut sich über dieses Wachstum. Man freut sich über diese Beständigkeit. Es kann auch mit einem Freund sein. Es kann auch sein, dass von ihm eine Einladung hier auf dich zukommt, ja. Und genau. So, ich möchte aber mal sehen, wissen, was ist denn das für ein Wachstum? Okay. Ja, vielleicht war da vorher erstmal ein Verlust gewesen, ne, hier bei dieser ganzen Sache. Und da kommt jetzt aber, was kommt da rein? Jetzt werden Entscheidungen getroffen werden hier. Ja, guck mal, man will dich sehen. Man will dich sehen. Ja, oder man will auch etwas öffentlich mit dir machen, wenn es jetzt in der Liebe ist. Na? Ja, vielleicht war hier immer so zur Zeit so unzufriedene Energie und
und Bi und Bu und alles. Also so ein richtiges Hin- und Hergeschleppe kommt mir hier rein. Und jetzt kommt was Festes, die Beständigkeit hier. Ja, genau. Ja, diese Ängste und dieses Nervöse, dieses Rumgeflatter, Flatterhafte, das geht auch raus jetzt. Das wird beendet, ne, wenn ich das mir jetzt hier so angucke. Also, ich würde jetzt mal sagen, das ist eine schöne Löwe-Energie für den Vollmond und das ist auch eine schöne Energie, die jetzt hier für die Liebe auf uns zukommt, ne, aufs Kollektiv. Weil es gibt jetzt hier schicksalhafte Veränderungen, die einen wirklich so knallhart und schnell in eine stabile Liebe bringen können, ne, diese ganze Sache. Und das ist doch schon mal super. So. Und jetzt, jetzt habe ich hier noch das Schulmeister-Orakel von Maxim Mangewitsch und dann lasse ich noch eine Botschaft für euch rausspringen. Eine Botschaft für den heutigen Tag und für den Vollmond in der nächsten Zeit. So, die Nummer 33. Fehler sind erlaubt. Es heißt Fehler, weil etwas fehlt. Doch ein Versagen ist es nur dann, wenn du aus der erhaltenen Lektion nicht lernst. Bleib wach. Ja, und damit wird dir heute gesagt, man darf Fehler machen, man kann Fehler machen. Sorry. Oh, Fehler sind ganz normal gemacht zu werden, ne? Aber du solltest natürlich auch hier draus lernen und das nächste Mal vielleicht auch nicht mehr machen, ja? Genau. So. Und jetzt lasse ich mal noch eine Rune mit und mal gucken, was die Rune noch sagen. Welche Rune begleitet uns denn heute? Oh, drei Runen. Wow. Drei Runen, das ist einmal die Turisas. Oh, da wird was aufgesprengt, ne, mit der Turisas. Das ist so der Samen, der aus dem trockenen Boden vielleicht auch herauswächst. Der wird vielleicht auch jetzt wieder bewässert hier, ne? Und jetzt sticht der hervor, der kommt jetzt hervor. Ja, es kann aber auch nochmal wehtun, sage ich euch gleich, ne? Die Turisas, die sagt auch aus, dass es hier auch mal wehtun kann, ne? Nochmal. So, dann kommt das Gleichgewicht rein mit der Gebu. Ne? Also hier kommt Gleichgewicht, geben und nehmen kommt hier rein. Und dann, wow, dann kommt die Wunjo. Und die Wunjo, die sagt dann Freude, Hoffnung und Glück. Wow. Sehr, sehr schöne Energie, muss ich sagen. So, wo ist denn die Wunjo? Da ist sie. Ja, meine Lieben, dann habe ich das jetzt mal für euch aktiviert für den Tag. Da wünsche ich euch mal eine wunderwundervolle Tagesenergie, ne, einen wunderwundervollen Donnerstag und ich gebe euch später noch das Seelenpartner-Orakel rein. Ciao!